Hallo Leute, herzlich willkommen bei den RC Bros. Heute mit einem Video von einem Unimog. Ja. Herzlichen Dank hierfür an den Marco, der uns diese Gelegenheit gibt und uns dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Ja. Der Carson Unimog U300, ja, mit 6-Kanal-Fernsteuerung. Genau, also dieses Modell kommt, wie gesagt, ready to run. Mit dabei eben eine Fernsteuerung, Netzteil, Akku, Batterien, also alles, was man halt eben so für einen Start braucht. Der Marco hat uns das einfach mal zum Test mitgegeben, weil wir uns natürlich interessiert haben, wie fährt sich das Ding, was hat das für Funktionen. Und das wollten wir halt einfach jetzt mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal zusammen aus. Viel Spaß dabei. Wir haben den natürlich schon aus dem Umkarton ausgepackt. Tada, da steht er schon. In voller Pracht. In voller Pracht. Also wir haben hier einmal eben diesen Mercedes U300 Unimog von der Firma Carson. Die Fernsteuerung hat mich persönlich sehr beeindruckt, also jetzt halt nur vom Aussehen her, ja, also finde ich ja sehr große Fernsteuerung. Ich muss sagen, ich bin eher der Typ, der wo große Fernsteuerungen gern mag, die sind sehr griffig und ja, finde ich halt einfach toll. Ja, was haben wir hier für Fernsteuerung? Das ist eine typische Fliegerfernsteuerung, das erkennt man nicht nur an den 6 Kanälen, sondern auch der rechts, also der Steuerhebel für die Rechts- und Linkssteuerung geht nicht nur nach rechts und nach links, sondern auch nach vorne und nach hinten. Und er ist komplett 360 Grad, lässt er sich bewegen. Genauso wie der Gas- und der Bremshebel geht nicht nur nach vorne und nach hinten, sondern geht auch rechts und links. Ja. Eignet sich natürlich auch für andere Modelle, wie zum Beispiel für RC-Panzer zum Beispiel super, weil da habe ich halt eben hier meinen MG-Schuss dabei, je nachdem, wo ich halt, wie ich das halt belege, das Ganze. Also wie gesagt, von der Haptik her würde ich jetzt ganz einfach sagen, sie macht meiner Meinung nach einen guten Eindruck. Wie schon erwähnt, ich mag halt eben große Fernsteuerung und ich denke, die wird nicht schlecht sein zum Steuern von dem Gerät. Also da glaube ich, da kann man nicht viel falsch machen. Was mich an der Fernsteuerung jetzt im ersten Moment etwas stört, sie ist etwas, hört sich etwas billig an. Ja, ja, sie fühlt sich schon viel Plastik. Die Steuerknüppel sind auch nicht aus Aluminium, sondern sind Vollplastik. Und mit Vollplastik meine ich auch wirklich Plastik. Auch darunter, das bewegliche Gelenk, ist 100% Plastik. Ja. Wie gesagt, man hätte ruhig Gummierung hinmachen können, damit es besser in der Hand liegt. Und ja, so, die Schalter sind aus Aluminium. Und gehen auch gut durch. Noch zu erwähnen wäre zum Fahrzeug. Also was kann dieses Fahrzeug eigentlich? Also das ist einmal das Wichtigste natürlich, erstmal das Fahrzeug. Ich meine, wir haben jetzt natürlich die Fernsteuerung ein bisschen analysiert, aber natürlich ist das Fahrzeug eigentlich der Hauptpunkt, ja, von dem Paket. Dazu nehme ich jetzt mal den Karton nochmal her. Da steht ja genau drauf, was das Fahrzeug hat oder was es kann. Also das bedeutet, wir haben hier vorne eine Seilwinde dran, also funktionsfähige Seilwinde wohlgemerkt. Dieser Unimog hat Lichtfunktionen, ja, und Soundfunktionen noch mit an Bord. Des Weiteren, glaube ich, hat der hinten eine Sperre drin, soweit ich weiß. Also er ist 2WD, also ist kein Allrad, ja. Aber er hat hinten Hinterachsen, also gesperrte Hinterachsen hat er eben. Hört sich im ersten Moment ganz gut an.
Woher ich mein Bedenken ganz ehrlich habe, ist halt ganz einfach daher, der eben kein Allrad hat und vor allen Dingen keine Federn, das muss man halt auch mal dazu erwähnen. Das Ding ist, ja, wie ihr seht, ne, hat dieses Ding null Federweg. Also dieses Gerät, ich zeige es mal von unten, ist absolut starr. Ja, da ist nichts mit irgendwie Abfedern. Wirklich, das sind festsitzende Achsen. Und laut Carson, ich zitiere: Der U300 Desert Rally ist die erste Wahl, wenn es mit schwerem Gerät mal etwas und dann nur 2 WD ja. Und keine Stoßdämpfer. Die Reifen mögen vielleicht nicht verkehrt sein, wobei ich die viel zu hart finde. Gerade fürs Gelände sind die extrem hart. Ja. Ich bin der Meinung, man wird nicht weit kommen, aber wie gesagt, ich werde mich da eher zurückhalten mit meiner Aussage, weil ich will natürlich erst den Fahrtest abwarten vor dem Ding und erst dann können wir wirklich ein Fazit dazu geben, beziehungsweise wie sich das Ding geschlagen hat. Ich meine, ihr werdet dasselbe in dem Video miterleben, wie das Gerät fährt, wie extrem weit im Gelände kann man mit dem Gerät gehen, das werdet ihr auch natürlich sehen in dem Video. Ja, insofern, wie gesagt, bis dahin halte ich meine Meinung absolut zurück. Ich sage halt nur, was in technischer Hinsicht ich finde, was da halt möglich ist. Ich meine, vom Design her, muss man sagen, sieht es nicht schlecht aus. Ich sage jetzt einmal, fürs Regal oder so zum Hinstellen, macht das schon einen schönen Eindruck, das Gerät. Also da muss ich jetzt nicht sagen, es sieht jetzt nicht popelig aus oder sonst irgendwas. Ich finde es schick mit dem, dass sie da auch einen echten Ersatzreifen hinten drauf haben, mit den Lichtern, mit den Blinkern und so weiter. Das sieht schon alles sehr gut aus. Also wie gesagt, die Liebe zum Detail ist auf jeden Fall da. Genau. Wir haben auch einen Fahrer in der Kabine. Auch die Armaturen sind ersichtlich. Ja. Also die Liebe zum Detail ist da, sieht sehr gut aus, optisch macht der Unimog einen sehr feinen Eindruck, allerdings Plastik, bam, einfach nur Plastik. Das ganze Gerät, bis auf diese 2 Schrauben an der Heckklappe, sind Plastik. Ja, aber gut, die meisten Modelle sind aus Plastik, muss man halt dazu sagen. Das Einzige, was ich halt hier einfach finde, der Hauptpunkt ist einfach kein Allrad und einfach keine Federn. Federn ist extrem ein Nachteil, weil er kann ja, wenn ich jetzt über Stock und Stein fahre, fährt sich ja der wie ein Brett. Ja. Wie gesagt, vielleicht sind wir beide unterschiedlicher Meinung. Das ist nämlich nicht einmal ein hochwertiges Plastik. Nee, Freunde. Das ist richtig billig. Und deshalb Detail außen hui und bei näherem Betrachten jetzt, was die Qualität des Kunststoffs angeht und der wahrscheinlichen Geländegängigkeit, das wir ja noch sehen werden, pfui. So Leute, und jetzt sehen wir uns den Unimog mal ein bisschen von näher an. Dazu hole ich euch einfach mal mit zum Tisch. Also wie wir hier sehen, hat der Unimog vorne Beleuchtung. Und ansonsten ist auch der Detailgrad wirklich toll. Also man sieht hier vorne auch ganz, ganz schön den Mercedes-Aufkleber. Sage ich jetzt mal wie beim echten, also ist schon sehr schön gemacht. Auch hier so die Innenausstattung, wie man hier sieht, der Fahrer. Ja, also so von die Blinker und alles, also wirklich wunderbar. Also vom Detailgrad ist das schick. Dann gehen wir mal nach hinten. Na, von hinten lässt sich der Mercedes nicht lumpen. Ja. Der Unimog sieht hinten sehr gut aus. Schöne LED-Lichter hinten dran. Mit Mercedes-Benz-Schriftzug. Carson. Wie gesagt, die Ladefläche. Ein sehr gutes, detailliertes, also detailgetreues Modell.
das wäre dann nochmal die Fernsteuerung. Dann würde ich sagen, probier mal aus. So, also fahren werden wir jetzt hier natürlich nicht, aber ein bisschen probieren. Aha, ein anderes Sound. Jetzt werden wir schauen, wie er sich schlägt am Sonntag. Am Sonntag kommt die Prüfung in der Sandgrube. Mal sehen, wie er sich im Gelände schlägt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an unser Gewinnspiel. Macht einen Like, abonniert den Kanal. Freut euch auf weitere richtig coole Videos und bis bald. Ciao.